1946 mit einem Mädchen aus der katholischen Familie über uns, fassungslos an der Oder. Und wir schauten rüber, die Oderinsel war damals noch frei. Wir schauten rüber und da passiert etwas Seltenes. Es ist doch merkwürdig, wie gut Frauen Katastrophen verarbeiten können. Man sah nur noch die Skelette von Häusern. Und es gab in Küstrin etwas, worüber man auch im Luftschutzkeller sprach. Zwei Friseure, die Erzkonkurrenten waren, aber ihre Geschäfte einträchtig nebeneinander am Markt hatten. Der eine hieß Friseur Lück. Und die Frauen stritten, also der ist besser, der hat mir mal das Ohr verbrannt. Und so. Als wir dort diese Häuser sahen, haben wir beide geschwiegen, bis diese junge Frau den merkwürdigen Satz sagte: Gott sei Dank, Glück steht noch. Das war ihr Friseur gewesen. Da sind wir im Juni zurück und ich weiß noch, wir kommen dann die Dorfstraße lang und da kommt so ein Mongole aus, da war ein Gasthaus, kommt da raus und stürzte auf diese Schwester von meiner Freundin zu, die 20-Jährige, und die holt aus und knallt dem aber inne rechts und links. Das haben wir gedacht, mein Gott. Der war so erschüttert, der hat sich umgedreht, dann ist er zurückgegangen. Unser Haus stand noch, aber das Haus von den anderen, die mit uns da waren, das haben sie gesprengt. Und zwar haben sie da ein Hitlerbild gefunden. Dann haben sie das in die Luft gejagt. Dann haben die erstmal, die sollten erst bei uns mitwohnen, das wollten sie nicht. Dann haben die dann in ihrem Schuppen, dann haben sie sich da eingerichtet. So hoch der Dreck, da haben die alles... Was für alles ausgeschüttet und dann drauf rumgetrampelt, ob das Eingemachtes war, das haben sie ja wahrscheinlich sowieso nie gegessen, weil sie dachten, es ist vergiftet, nicht? Naja, und die Viecher, die waren natürlich alle weg, die haben sie ja vorher schon aufgegessen wahrscheinlich. Naja, und dann haben sich meine Großeltern, meine Mutter und meine Großmutter, haben dann erstmal sauber gemacht und dann haben wir unsere Zimmer dann bezogen, nicht? Möbel waren, die waren noch da, aber eben Klamotten und alles, das war weg. Aber das haben nicht nur die Russen geholt, das haben auch welche, die da geblieben sind, vielleicht die dachten, man kommt nicht mehr zurück oder so. Naja, und dann haben wir immer schon eine Küche, also meine Mutter und meine Großmutter, die haben zwar eine Küche gehabt, aber es wurde irgendwie im Souterrain gekocht, damit die nicht schmutzig wurde. Und da haben wir auch weitergekocht und dann haben wir entdeckt, im Schornstein, bei meiner Mutter im Schlaf, da ging der Schornstein durch, da war dann so rund und so glänzend und wussten wir ja nicht, was das ist. Und da kam gerade auch ein Russe vorbei, ein Offizier, dann haben wir den reingerufen und da hat der sich das angeguckt und dann hat er die Hände beim Kopf zusammengeschaut. Das ist eine Granate. Wir sollen alle rausgehen. Und dann ist er losgezogen, hat jemanden geholt und dann haben die so einen Hascher rausgeholt. Da steckte die als Blindgänger im Schornstein. Und die haben unten gekocht und da ging doch die Wärme nach oben. Also wir hätten da auch wieder in die Luft gehen können. Nicht? Aber der hatte uns die, wie gesagt, entschärft und dann war das ja in Ordnung. Nicht? Ich bin mit meinen Kindern, ich weiß nicht, vor ungefähr 10 Jahren bin ich hingegangen, habe das Haus war noch in einem deutlich besseren Zustand als jetzt. Ich habe gehört von anderer Seite, dass bis 1990, dass eine Landwirtschaftsschule war. Also das noch genutzt wurde, aber das dann nach 1990 das verlassen wurde. Und als ich da war, war das Dach noch völlig in Ordnung. Und es war innen, man konnte die Treppe hochgehen und die Böden waren zum Teil kaputt, aber die Fenster zum Beispiel und die Türen waren zum Teil rausgerissen. Aber das Grund, es war keine Ruine. Und jetzt habe ich im Internet
mal gegoogelt und da ist ein Foto des Hauses jetzt und es ist ganz ruinös. Es steht noch so da, aber das Dach ist eingebrochen und alles ist Schaden. Ja. Ich bin dann auch durch das Dorf gegangen und habe versucht, Kontakt mit den Bewohnern zu machen, aber es war sehr verlassen. Das Dorf machte auch einen unglaublich traurigen und desolaten Eindruck. Ja. Und schließlich habe ich einen älteren Mann, der mit dem Fahrrad vorbeikam, gefragt, ob jemand hier Deutsch spricht. Und dann hat er auf ein Haus gezeigt, auch was hingerufen. Und dann hat mir nach längerem Klopfen eine ältere Dame aufgemacht und hat mich aber nicht reingebeten und hat dann gesagt, in perfektem Deutsch, was machen Sie hier, sind Sie ein Kranach? Und dann sagte ich, ja, und dann war Stille. Und dann sagte ich, Sie kennen die Kranachs? Dann sagte sie, ja, wieder lange Pause. Dann habe ich gesagt, ja, wollen Sie nicht ein bisschen erzählen? Und dann sagte sie, ich war Kindermädchen dort. Und dann sage ich, ja, dann müssen Sie mich erkennen. Ich bin der Sohn von der Spanierin, von der Annemarie. Keine Regung. Und dann war ich auch, war eine sehr unbequeme Situation. Und dann sage ich, es war eine schlimme Zeit. Und dann wiederholt sie, sagt sie, ja, es war eine schlimme Zeit. Sie haben sie ja auch erschossen, sagt sie. Durch das Grüne alles ist ja nur kaum noch was. Ein bisschen vom Haus steht noch. Das war unser. Wollen wir mal kurz aussteigen? Ja. Na, unser Haus. Und da ist an die Seite, die Straßenseite hier. Ja. Ja. Und auf die Seite, was nur weg ist schon, das Haus. Ja. Da war dann die Wohnstube. Und dahinter kam dann, hinter dem, wo hinter der guten Stube kam, dann das Schlafzimmer von den Eltern. Und das andere waren dann von den Kindern. Und der Bollerwagen im Vordergrund? Der Wagen? Ja, da ist mein Bruder, der jetzt noch lebt, da oben. Ja. Und der hat den Wagen, mit dem ist er immer umhergefahren auf dem Hof. Ja. Das sollte er ja nicht. Das war ja gar nicht eingeplant, dass hier fotografiert wird. Und da ist meine Mutter. Die wollte gerade drin gehen. Von drüben hatten wir doch die Waschke hier. Und da hat mein Bruder, da mit dem Wagen stand da gerade zufällig da, wo das fotografiert wurde. Und das war hier das Wohnhaus. Und da ist auch schon, und mal gucken, mal sehen, ob noch das halbe steht. Denn letztes Mal vor das Jahr, wo wir hier waren, da stand noch das halbe hier so. Und das war hier so ein schöner Garten, hatte ich hier. Obst, nee, nicht mit Blumen hatte ich hier. Ach so. Schön Blumengarten. Und wo war, wissen Sie noch, wo Ihr Zimmer war? Ja, das war aber vom Hof aus. Ja. 95 ist mein Vater schon geboren. Hier drinnen. Der ist in dem Haus geboren. Ja, und der hat aber noch schon mehr Geschwister und die sind dann noch früher geboren. Also was hier noch steht, das ist bestimmt schon, das kennt ihr gerade, 200 Jahre alt. Und das gehört? Hier war ja die Handicap gewesen. Mein Vater war ja nur ein Narzisst gewesen, also Nazi, auch mit Funktionen. Der hätte sich nach Kiez nicht mehr sehen lassen dürfen, überhaupt in Kiezrin. Und deswegen haben wir gefragt, ob wir kommen dürfen. Und die ganzen Leute, die damals schon wieder auf dem Rückweg waren, die schon ihre Heimat erreicht hatten, von Landsberg und so weiter, die haben uns gesagt, fahr bloß nicht dahin. Und die waren alle raus. Das war ja auch so gewesen. Und da habe ich mich dann entschlossen, habe gesagt, jetzt reicht mir das. Jetzt mache ich mir auf die Socken und hier nach Kubrick und frage, was da los ist. Und da kamen wir nicht weiter und da kamen wir nicht weiter. Dann habe ich mir auf die Stecker gemacht. Alle haben geschimpft und Mutter hat sich große Gedanken gemacht. Dann habe ich mir einen neuen Verstollen hingepackt, trocken Brot, wie es war. Und dann ab nach Kubrick. Wie alt waren Sie da? 10. Straße war ordentlich gewesen. Also ich war ständig belegt durch rückwärtige Truppen.
Das waren deutsche Gefangene, die wurden wieder in die Sowjetunion geschickt. Mhm. Mussten da alles laufen. Eins hatte ich aber jetzt unterlassen gehabt. Ich bin von Lichtenau mit einem Pferdespann mitgenommen worden, mhm, bis nach, mhm, Selo. Mhm. Und ab Selo bin ich dann, in Selo hatte ich meine Übernachtung gesucht. Wir waren ja erwähnt anzuklopfen und zu fragen, ob man da schlafen kann. Bei wildfremden Leuten? Ja, bin da aufgenommen worden, hab da was zu essen gekriegt und bin dann einen anderen Morgen weitergetackelt, bis durchweg von Selo dann gelaufen bis Kuhrücke. Und unterwegs hat man gerade von, also ab Selo viele Leichen gesehen, tote Pferde. Waren an den Wegrändern, überall Bombentrichter. Da war eine kleine Brücke, also eine Brücke zwischen Manschen und Selo, die war auch völlig zerstört. Da musste man in eine Umgehung da gehen. Und alles voller Fliegen und Micken und alles, was sich für ungeziefer da hat, rumgetrieben. Und vor allen Dingen die Leichen und der Leichengestank. Soldaten, angefressene Soldaten, Stahlhelme, Waffenteile, hat sich alles da befunden. Mir hat kein Mensch angehalten. Ich war so klein, mir hat ja keiner gekannt. Da habe ich immer gesagt, das war das doch. Ja. Mhm. Ja, und dann bin ich da bis nach Manschnow gekommen. Manschnow, also von Seele aus möchte ich nochmal sagen, von Seele, von der Höhe aus, von der Chaussee, war alles glatt. Man hat das ganze Oderbruch gesehen. Man konnte alles sehen. Heute ist alles bewachsen, da stehen Bäume. Mhm. Damals war alles, man konnte gucken und es war auch wunderschönes Wetter an diesen Tagen. Wunderschönes Wetter, klare Sicht. Konnte man alles auch weit sehen, schon bis nach manchen rüber. Also man kannte das ja nicht, aber jedenfalls hatte man den Blick bis hierher praktisch. Mhm. Mhm. Ja. So bin ich denn hier dann den nächsten Tag. Das war gegen Mittag. Bin um 8 Uhr dafür losgemacht in Selo. Und war das, weiß ich genau, war gegen 14 Uhr hier. 6 Stunden? Ja, war ich hier. Fahr mal flink. War ich hier. Dann habe ich nur die Kubricker Oma gesucht, dann habe ich natürlich keinen gefunden. Nee, hier bin ich gelandet. Ja, hier. Hier. Und da kam Frau Korndörfer raus. Frau Korndörfer kam raus und schrie, die Mutter, die Mutter, die Mutter, meine Mutter, mhm, ist da. Ich sage, nee, ich bin alleine. Mutter war ja noch dann Lichtenau. Bin alleine, ach, was ist denn nun und so, was ist denn nun? Dann war dann die Oma, die Korndörfer, und Oma lag im Bett. Die war schon krank. Und da hat sich Herr Jäger nebenan, der hat sich dann mir geschnappt und sind wir nach Kiez gelaufen zum Bürgermeister. Und hat gefragt, das habe ich mir vorgestellt, und hat mich gefragt, ob der Vater noch lebt und so weiter. Da habe ich gesagt, nee, Vater ist denn gefallen, auf das Datum, 26. Februar 1945. Und hat er gesagt, ja, wenn der Vater tot ist, könnt ihr kommen. Mhm. So haben wir dann auch gemacht. Dann bin ich zurück nächsten Tag. Mhm. Und wenn ich gleich den Rückweg gekommen bin, zurück bis Lichtenau. Und dann haben wir gleich die Sachen gepackt, was wir unser Hab und Gut hatten. Mit unseren kleinen Handwagen dann, wo sie im Puppenwagen. Hatte noch einen Puppenwagen? Ja, das war ein Puppenwagen. Na, ich saß im Puppenwagen. Mhm. Mhm. Das war eine Hochparterre-Wohnung. Also 3 Stufen hoch oder 4 Stufen hoch. Hm? Und dann da war die Tür. Also der Turm selbst, die große Türe, so 3-4 Stufen hoch, links war gleich die Toilette für alle. Wenn man reinkam in die Eingangstür, war links, ging geht in die Küche, war ein Raum, das war gleich Küchenteil. Geradeaus war gewesen der Weg zum Schlafzimmer und rechts war gewesen ein Wohnzimmer. Dann war die Hälfte weg. Rundrum. Mhm. Und rundrum waren ja die Fenster. Man konnte ja von Fenster zu Fenster gehen. Konnte man, hat auch mal den Rundblick gehabt, ganz und gar.
Und oben hat die Familie Wendel gewohnt. Wir sind dann von Mecklenburg zurück. Mutti ist als Erste zurück hier nach Neuhardenberg und wir sind in Berlin geblieben bei meiner Tante. Und als sie dann hier ankam, war auch gut, dass wir nicht mit waren, denn hier war, die Saustall ist ja nicht dagegen. Da hatten sie die Abfall, in der Speisekammer, die Abfallkammer, da waren so Nomaden drin, sagt Mutti, also war schlimm und die Stimmung war zu faul. War polnisches Offizierscasino hier in im Haus. Und die haben wir dann auch gekocht und gemoddert. Und dann hat sie das erstmal alles sauber gemacht. Und allerdings war mein Großvater auch mit. Der war mit und die Haus her drin oben. Und nachdem sie dann alles entkeimt hatte und sauber gemacht hatte, da haben wir dann, konnten wir dann auch nicht raus. Das war von 49 an, waren das 7 Jahre, die mir noch geblüht hätten, wenn ich das nicht selber beendet hätte. Hat dir irgendjemand den Tipp gegeben, dass man das so machen kann? Oder? Nein, das weiß man doch. Das wusste jeder. Aber das es werden nur Leute entlassen, die für die Arbeit nicht mehr kräftig genug sind. Die Erfahrung hatten wir einfach, dass Kranke entlassen wurden. Aber wer noch gesund und kräftig war, wer sich einfach nicht mehr lohnte, wird nicht entlassen. Ja. Das heißt, du hast das ganz bewusst... Ja, ich habe von Januar an habe ich künstlich gehungert, obgleich ich ja ein Hungererfahrener war. Ja, ein Hungerkünstler. Und Hunger ist nicht sehr schön. Ja. Aber das habe ich mir aufgeladen und dafür bin ich früher nach Hause gegangen. Und dann sind wir von Stalino oder irgendeinem Ort dort, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, von Kadijewka, von irgendwo, sind wir da losgefahren über Kiew und durch die ganze Ukraine. Und wir merkten auf einmal, die Russen machen die Türen gar nicht mehr zu. Wir waren ja von den früheren Transporten gewohnt, dass die Türen zugeschoben wurden und die blieben offen. Ja? Also wir konnten, die waren vielleicht zugeschoben, aber wir konnten sie öffnen. Und das war auch ganz bewusst. Die hatten keine Angst mehr, dass wir fliehen. Wer wird schon auf dem Heimtransport fliehen? Und da kam es dann auch, die Eisenbahn war natürlich in Russland noch überhaupt nicht auf einen heutigen Stand gebracht, sondern die waren froh, wenn sie mal ein paar Kilometer fahren würden, dann standen sie wieder und so. Und wenn wir dann so standen, dann haben wir die Soldaten, die dabei waren, die Bewacher, 2 oder so, gefragt, da hinten sehen wir irgend so ein kleines Dorf, dürfen wir da hinlaufen, wie viel Zeit haben wir, wann geht es wieder los? Dann haben die auf die Uhr geguckt und haben gesagt, also vor heute Abend fahren wir nicht, ihr könnt ruhig 2 Stunden, könnt ihr ruhig. Ja. Und dann sind wir da hingegangen, haben mit den Leuten gehandelt und so. Das waren also die schönen Ergebnisse. Nicht? Und währenddessen habe ich natürlich meine inzwischen mit dem Verkaufen von Essen gesparten Rubeln, habe ich mir gekauft, was ich wollte und habe gefressen wie ein Scheunendrescher auf dieser Fahrt. In Russland waren die Waggons offen, an der polnischen Grenze wurden sie geschlossen. Haben wir uns gefragt, warum schließen die denn jetzt? Und dann wurde rumgerätselt und inzwischen gab es bei uns dann auch Leute, die Polnisch konnten, so wie auch immer welche Russisch konnten und so. So Ostpreußen und solche Leute oder Oberschlesier, die das früher in ihrer Heimat gelernt hatten. Und die haben sich dann unterhalten mit den Bahnarbeitern in Polen und stellten fest, dass man in Polen ganz furchtbar schimpft über die russischen Besatzer. Also da war der Frieden der befreiten Polen mit ihren Befreiern schon längst gebrochen. Also diesen Eindruck wollte ich nur da einflechten. Und dort sind wir dann gekommen bis nach Frankfurt an der Oder auf dem östlichen Teil, also östlich der Oder jedenfalls, gab es ein so ein Hauptlager, so wie bei uns in Friedland.
Und da kamen erstmal alle Gefangenen, die Polen verließen, kamen erstmal da rein. Und von da aus wurden wir weitergefahren nach Friedland. Und in Friedland wieder, auch in Polen, Verhöre, wo waren sie, was haben sie erlebt, wo gesehen und so weiter. Und diese gleichen Fragen wurden uns von Amerikanern und von Deutschen in Friedland gestellt, sodass man da so ein paar Tage Pause hatte. Aus Frankfurt hab ich meinen Eltern ein Telegramm schicken können, dass ich auf der Rückreise bin und bald käme. Und in Friedland haben wir dann wieder so einen kurzen Aufenthalt gehabt, bis alle Papiere ausgefüllt wurden und wir da aufgenommen waren und weitergeleitet und sonst was. Da bekam ich dann eine Fahrkarte nach Wuppertal, wo meine Eltern inzwischen wohnten. Und eines Tages bin ich dann allein im Zug, also zum ersten Mal ohne Bewachung, im Zug gestanden. Das gibt ein bisschen Rührung. Könnt ihr vielleicht verstehen. Ja. Ja, und dann kam ich eben nach Wuppertal-Ronsdorf an die inzwischen neue Wohnung meiner Eltern. Und stand vor der Tür und klingelte. Damals hatte man natürlich noch kein Handy in der Tasche, sodass man sich anmelden konnte. Ja. Ich kam da eben unerwartet zu irgendeiner Tageszeit, klingelte und da macht mir ein junges Mädchen die Tür auf. Wie ich später erfuhr, Freundin meiner Tochter, meiner Schwester, die da gerade bei meinen Schwestern zu Besuch war. Und die an der Tür vollkommen verdutzt vor mir stand, mich anguckte wie ein Omnibus und dann wieder zurückrannte, ohne ein Wort. Und dann nach einer Weile kamen sie alle an die Tür. Und das war meine Heimkehr. Ja.